Ich bin's, euer Nordmann. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu dem ersten Video der Reihe der Afterlife Mod. Die Afterlife Mod ist eine verdammt schwere und heute zeige ich euch, wie ihr den ersten Tag meistert, was ihr beachten müsst und vor allem, wenn ihr das alles schafft, was ich am ersten Tag schaffe, dann seid ihr schon wirklich gut in der Afterlife. Und ich zeige euch einfach, was ihr beachten müsst. Und es wird noch viele, viele andere Videos geben. Heute ist einfach, wie schaffe ich und meister ich am besten den ersten Tag. Let's go. Erstmal neues Spiel, was wichtig zu wissen ist, Freunde. Ihr müsst euch eine Welt generieren hierüber, weil die Afterlife bringt keine Welt mit. Ich habe mir jetzt eine 8K schon vorher generiert. Die hier und Einstellung habe ich jetzt mal auf Nomade und ich würde euch empfehlen, Freunde, spielt 60 Minuten Tage. Ihr könnt natürlich auch runtergehen, erstmal auf Plünderer oder auf Abenteurer, aber Nomade, ja, also ihr wisst, ich bin kein schlechter Seven Days to Die Spieler und Nomade ist schon sehr schwer. Wenn ihr noch Neulinge seid und Afterlife noch nie gespielt habt, bleibt erstmal bei Abenteurer. Genauso die Grundeinstellung. Ja gut, da können wir noch Albtraum beim Blutmond machen und ansonsten haben wir 32 Gegner und los geht's. Gerade beim ersten Mal, wenn ihr die, wenn ihr reingeht, dauert es natürlich lange, weil die Map auch generiert wird. Aber jetzt wird die Umgebung natürlich erstellt. Jetzt kommt auch was Besonderes an der Afterlife. Die alte Welt ist fort. Und ja, alles, was wir kannten, ist tot. Und das hier ist die oder unsere neue Welt. Das ist unsere Afterlife. Sehr, sehr cool gemacht, muss ich sagen. Ja, da kommen wir dann zum, noch nicht zum Spawn. Dieses Ganze, ihr wisst, Freunde, ich habe es ja gerade gesagt, wir werden jetzt eine Reihe machen an Afterlife-Videos. Ich werde nochmal genau detailliert auf jeden einzelnen, den ihr spielen könnt, eingehen in einem bestimmten Video. Das wird dann heißen, das Besondere an der Afterlife. Heute soll es aber rein um den ersten Tag gehen und wenn ihr noch nie Afterlife gespielt habt, kann ich euch wirklich nur dazu raten, spielt den Normie. Das machen wir jetzt auch. Der hat nämlich schon mal eine Uhr, was ultra ultra stark ist in der Afterlife. Das machen wir jetzt auch. Wir spielen erstmal den Normie und wie gesagt, die anderen erkläre ich euch in einem weiteren Video. Rein. Wow. Immer wieder beeindruckend, wenn man in der Afterlife spawnt. Ihr habt dann einmal das Buch in der Hand. Das am besten direkt lesen, damit es losgeht mit euren Aufgaben. Und wie man es auch im Normalen kennt, erstmal Pflanzenfasern. Selbstverständlich. Aber Freunde, ich muss euch sagen, Afterlife gefällt mir wirklich so, so gut. So, jetzt müssen wir natürlich direkt einen Rucksack herstellen. Das machen wir auch einmal. Aber Freunde, der Normie, der hat schon einen Rucksack. Den nehmen wir einmal eben raus und packen jetzt, um die Aufgabe zu beenden, den Rucksack hier rein. Und dann ist die Aufgabe die erste vorbei. Jetzt tauschen wir natürlich wieder aus gegen unseren guten Rucksack, ist klar. Und zerlegen den einmal wieder. Jetzt brauchen wir natürlich Steine. Ihr seht schon, man hat hier kein Fadenkreuz. Aber das ist dann auch wieder ein Thema für das Video, das Besondere an der Afterlife. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. So, dann geht ihr bei und das ist auch sehr, sehr elementar in diesem Spiel. Macht euch da immer so viele von, wie es geht. Und damit müssen wir uns jetzt, erstmal muss ich eben ganz kurz hier sortieren, damit ich klarkomme. Haut euch die auch immer hier rein, weil wenn ihr jetzt am Anfang angegriffen werdet, könnt ihr damit sehr, sehr gut zuschlagen. Nur mal so. Okay, er möchte den Stein, will er nicht aufheben. Na gut. So, dann gucken wir mal. Hier war auch noch einer. Ne, da. So, wir laufen einfach hin. Am Anfang. Ui, okay. Wir haben im Wesentlichen schon mal ein Haus. Das ist schon mal gut. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Wenn ein Haus da ist, entfernt euch dann nicht, weil ihr habt keine Map, kein Kompass, kein nichts. So, mit diesen kleinen Steinen haut ihr den ersten großen Stein, den ihr seht, kaputt und geht direkt wieder ins Menü und macht euch hiermit einen großen Stein. Wichtig. So, wenn ihr den gemacht habt,
brauchen wir nur noch einen Stick. Wo haben wir denn eben einen Busch? Ich sehe gerade keinen Busch. Oh, ein Hühnchen schon direkt. Ui, jetzt, wo hier gerade ein Stein rumliegt, muss ich mitnehmen. Muss ich mitnehmen. Nehmt kleine Steine am Anfang mit. Ihr seht, die gehen kaputt, aber wenn ihr noch welche in der Tasche habt, geht einfach weiter. So, müssen wir mitnehmen, weil wir uns ständig neue kleine Äxte machen müssen. So, da zum Beispiel ein Busch, jetzt haben wir den Stick bekommen und können uns jetzt die Steinaxt machen. Die Steinaxt, Freunde, ist in der Afterlife, wow, sehr, sehr, sehr OP. Meiner Meinung nach, okay, ich kämpfe da sehr, sehr viel mit, wenn ich ehrlich bin, weil der schwere Schlag, ja, ihr werdet es gleich sehen, wenn wir den ersten Zombie sehen. So, aber als erstes hauen wir hier immer mal, dass die Aufgaben fertig werden. Materialien sammeln. Und es ist tatsächlich so wie früher. Das repariert nicht eure Steinaxt, sondern macht sie neu. Weil ihr seht, wenn wir jetzt hier mal drauf gehen, die hat wieder Werte von der Qualität. Sehr, sehr cool. Alle, die schon lange mit dabei sind, die kennen das noch. So, und bevor wir jetzt die nächsten Aufgaben machen, wir sammeln uns ein bisschen Stein wieder ein, weil das brauchen wir sowieso. Stein, Stein, Stein ist immer sehr, sehr, sehr wichtig. Hier ist es nicht am Anfang nicht so wichtig wie bei in der Vanilla, dass ihr Nester und so, klar, selbstverständlich für Essen, aber es ist tatsächlich, Stein ist am Anfang ein bisschen wichtiger. Gut, wenn ihr jetzt so ein Hühnchen seht, das ist natürlich jetzt, was da gerade so festhängt. Das sollte man definitiv mitnehmen. Jetzt ist es ein bisschen doof, weil ich noch kein Knochenmesser habe. Aber gut, da kriegen wir aber jetzt Knochen raus schon mal. Weil Essen in der Afterlife ist auch ein schwieriges Thema. Kriegen wir so ein bisschen Fleisch? Komm schon, ne, wir haben leider kein Fleisch bekommen. Weil wir kein Messer hatten. Na gut, Freunde. Ihr seht schon. Okay. Hier geht's auf jeden Fall gleich rund. Das müssen wir uns jetzt cleanen. Da führt gar kein Weg drumrum. Wir brauchen was für die erste Nacht. Wir gehen aber rein. So, wir haben ja unsere starke Steinaxt immer schön mit Rechtsklick drauf. Und wir haben auch mehr Skill bekommen. Oh, hier ist aber, das ist aber schon mal eine sehr, sehr schöne Base, muss ich sagen. Da können wir zum Beispiel das, aber da kommen wir gleich zu. Erstmal cleanen wir uns das hier eben. Das gefällt mir hier sehr gut als Startbase, muss ich sagen. Komm schon, stirb! Ich hätte jetzt aber gerne noch ein paar mehr Knochen. Weil wenn hier was kaputt ist, können wir schon Knochenmesser. Oh, wir können schon. Machen wir uns Knochenmesser, Freunde. Macht das auch direkt. Ganz wichtig für den ersten Tag. Das nehmen wir uns natürlich auch direkt wieder in den Gürtel. Weil wenn mal die Steinaxt kaputt geht und wir uns nicht so schnell ein neues machen können, haben wir das wenigstens. Gut, Kohle brauchen wir jetzt noch nicht. Hier, Liquidbehälter. Kommen wir auch etwas später zu. Ist jetzt am Anfang noch nicht so relevant. Kommen wir auch noch später zu. Traps, also, oh Gott, wie heißt denn das auf Deutsch? Komme ich gerade nicht drauf. Plane, genau, so heißt es. Das ist wirklich eine sehr, sehr starke Base für den Anfang. Das ist wirklich eine ganz, ganz starke Base. Wir müssen die aber jetzt eben als erstes cleanen, bevor wir überhaupt hier irgendwas machen. Wir müssen aber auch erstmal reinkommen. Na gut, nützt nichts. Wir müssen da rein. Wir müssen das hier clean haben. Und ihr seht auch schon unten die Uhr und der Tag. Also das ist echt so, wenn ihr jetzt nicht den Normie nehmt und die Uhr und den Tag nicht habt. Das ist wirklich, wirklich schwierig, Freunde. Sage ich euch so, wie es ist. Komm schon. Mit der Ausdauer sollte man auch immer gut haushalten. Ich wollte gerade sagen, ist hier nichts los? Okay, jetzt kommen sie.
Gut, dass es noch Tag ist. Also die Steinaxt, die ist so stark. Das ist unglaublich. Es ist einfach unglaublich. So. Gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut für die erste Nacht hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr, sehr cool. Wie sieht's noch hier aus? Kommt schon schnell raus, ihr Schweinebacken. Wir müssen das natürlich clean haben, ist klar. Ah, die ist so, so OP, ne? Sehr, sehr gute, sehr guter Start hier, definitiv. Ja, moin. So viel Glück muss man direkt auch mal am Anfang haben, dass man einen Speer findet. Gut, dann fangen wir hier an. Ich glaube, wir machen uns hier den Raum, weil der sehr, sehr dunkel ist. Wir gucken eben einmal noch hier rein, ob hier noch irgendwo ein Zombie ist. Ja. Was ist das? Oh, da gibt's auch noch dicken Loot. Okay, Ausdauer. Ich muss einmal kurz zurück. Ausdauer sammeln hier. Komm schon. Oi, 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 oi. Kopfschmerzen. Ja, ist okay, ist okay. Beruhig dich wieder. Du bist ja eine gemeine Alte. Ganz schön gemein hier. Komm schon, Ausdauer. Geh doch mal ein bisschen hoch. Komm, komm, komm. So. Du bist gleich weg. Ja, hier haben wir wirklich einen sehr überragenden Spawn bekommen, ne? Das ist wirklich absoluter Wahnsinn, was wir hier für einen Spawn bekommen haben. Ich würde die Tür jetzt für die erste Nacht auch noch nicht aufmachen. Ich würde sagen, wir richten uns hier ein. Also... besser geht's gar nicht. Besser geht es tatsächlich nicht. Da wurde gerade ein armer... Oh, der arme Hase. Der hängt da drin. Na gut. So, Freunde. Dann gehen wir bei. Was jetzt das nächste ist. Unsere Kisten sind tatsächlich Müllsäcke. Da machen wir uns zwei von. Und ja, so Essensdinger. Die nehmen wir natürlich hier einmal rein. Ganz, ganz wichtig. So. Wo stellen wir die mal auf? Wo haben wir ein bisschen Platz dafür? Stellen hier machen wir mal Feuer drauf. Nehmen wir den alten Stuhl da weg. Einmal da, einmal da. Und einmal da. Und einmal da. So. Hier können wir dann unseren Loot reinpacken. Was wir jetzt gerade erstmal nicht brauchen, damit wir ein bisschen beweglicher sind. So, Stuhl. Schmeiß den mal weg, bitte. Holz. Okay, das Einzige, was hier im Haus jetzt noch fehlt, ist ein Kochtopf. Das wäre natürlich jetzt der Oberkracher, wenn wir den noch finden würden. So, die haben wir gesetzt. Jetzt brauchen wir natürlich auch einmal... Achso, die hätte ich hier schon mit rausholen können. Die brauchen wir einmal in die Hand nehmen. Und... ich würde schon fast sagen, wir machen das einmal zu. Zwei Stück davon müssen wir einmal setzen. Jetzt brauchen wir nur noch das Lagerfeuer quasi. Das hier, da brauchen wir 10 Steine. 7 haben wir und wir brauchen das für unseren Schlafsack. So, wo ist er denn? 50 oder 10 Baumwolle. Okay, dann müssen wir jetzt einmal schnell raus hier. Gucken wir mal, machen wir hier irgendwie eine Tür auf. Ich glaube, das ist nicht so schlau, wenn wir die aufmachen. Wir gehen oben raus. Wir gehen oben raus. Viel besser. Das ist schon schlauer. So, dann gucken wir auch gleich mal hier rein. Und Frosche Head. Gar nicht mal schlecht. So, weil hier gerade so viel Baumwolle ist, nehmen wir die mit. Geht einfach schneller mit Baumwolle. So. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch nichts mehr. So, fertigen. Jetzt brauchen wir noch Steine. Hoppala. So, müsste auch reichen. Und fertigen. So.
Armer schnell wieder rein. Oh mein Gott, Stacheldraht. Ja, hier haben wir so viel Zeug. Also besser hätten wir nicht landen können. Also sucht euch wirklich am ersten Tag sowas wie das hier. Also was Besseres kann euch einfach nicht passieren. Okay, man muss natürlich auch wieder das hier finden, ist klar. Ihr habt ja wirklich alles, um den Anfang richtig gut zu surviven. Sage ich euch so, wie es ist. So, dann müssen wir natürlich noch das Feuer aufstellen. Dann brauchen wir noch schnell einen Schlafplatz. Dann machen wir auch mal schnell irgendwo hier. Zack. Gut, Essen sparen wir uns auf. Also die Kisten hier, die lassen wir auch. Wir haben so ein Glück. Ich habe gerade noch gesagt, es wäre natürlich geil, jetzt direkt einen Kochtopf zu haben. Und wir haben ihn. Den tun wir natürlich hier rein. Zack. Und Kochtopf ist drinne. Jetzt müssen wir Stofffetzen sammeln. Ja, und bevor wir das jetzt machen mit Stofffetzen, seht ihr einmal hier Trap. Die einmal rausnehmen und auch direkt hier zum Feuer hin und hier rein. Durch das Trap geht das Ganze auch wieder schneller. Das hat mit Wasser zu tun. Das werdet ihr später sehen. Wasser herstellen ist hier leider sehr, sehr schwierig. Aber damit geht's schneller. Passt auf, dass ihr nicht eure Sachen kaputt haut. Da ist sogar noch einmal Wasser drinne hier. Also wir haben wirklich eine sehr, sehr starke Anfangsstelle erwischt. Also da, das ist, muss man jetzt wirklich mal sagen. Ich lasse den Loot jetzt gerade auch erst noch stehen. Hier ist auch nochmal ein Trap, die kann man einfach abziehen. Da ist dann Stein drunter. Ihr könnt es auch durchsuchen und habt dann einfach die Bricks. Das ist aber ein Thema für später. Wir gucken mal schnell ins Auto. Vielleicht haben wir da auch nochmal so viel Glück. Also wir haben gerade ein Glück, das ist nicht mehr normal. Dass wir direkt an diesem Haus gespawnt sind, das ist schon ganz, ganz großes Luck. So, Stofffetzen kriegen wir hier raus, aber nicht genug. Eins, schade. Da kriegen wir nur Gras raus. Bücher, okay, das war ein Blueprint. Hier ist sogar auch noch zweimal Wasser drin. Also in dieser Base werden wir definitiv ein bisschen bleiben können. Nur das Einzige, was mir gerade... Oh, falsche Seite, ich denke, warum will er da nicht hochgehen? Okay. Was gerade das Problem ist, sind die Stofffetzen. So, noch ein Trap, nehmen wir auch mit. Da ist auch dreckiges Wasser drin. Container, die könnt ihr nachher mitnehmen. Ach ja. Okay, was kriegen wir hier raus? Nur Holz, ne? Nee, super Sache, direkt 10 Stück rausbekommen. Also, jetzt haben wir aber richtig Glück. Na gut, da wo wir gerade draußen sind, deswegen auch das Knochenmesser, Freunde. Wir brauchen jetzt Harz, wie ihr oben seht. Da geht ihr an, egal welchen Baum dran und dann mit Linksklick und ihr seht schon, wir bekommen dann Harz, wenn wir das mit dem Messer machen. Da habe ich mich am Anfang dumm und dämlich gesucht. Das ist ein sehr, sehr hilfreicher Tipp. Nimmt am Anfang auch schon ein bisschen mit, so 100, 200. Ihr braucht zwar nur 25. Und ja. Also Kohle kommen wir auch gleich zu. Bekommt ihr entweder von vorne von dem Lagerfeuer, wo ihr Kohle weghauen könnt. Aber das ist dann reine Kohle. Was ihr damit machen müsst, zeige ich euch gleich. So, das ist einmal eine Möglichkeit, hier ranzugehen und das zu klopfen. Seht ihr schon, bekommt man Kohle. Nächste Möglichkeit ist, in eurem Lagerfeuer etwas herstellen. Ja? Wenn ihr jetzt in eurem Lagerfeuer irgendwas herstellt, dann produziert euer Lagerfeuer Kohle. Und das ist dann auch hier drin. Brauchen wir jetzt aber nicht. Jetzt zerlegen wir einmal unsere Kohle und bekommen dann Kohlepulver. Davon brauchen wir jetzt erstmal 10 und jetzt sammelt Pitch. Pitch sind diese wunderschönen Behälter hier, diese kleinen Schalen, womit ihr Sachen repariert und. Da machen wir jetzt auch mal direkt, ja, wir können gerade mal nur 7 machen. Haben wir ein bisschen Holz am Start? Müssen wir doch noch, oder? Können wir das? Die Sticks gehen, glaube ich, nicht, ne? Ich glaube, Sticks gehen nicht. Ne. Okay, wir müssen hier ein bisschen Holz haben. Können wir die zerlegen? Nein, können wir auch nicht. Da könnten wir aber schon einen Bogen draus machen, wie man sieht.
Spiele ich aber persönlich nicht. Dann hauen wir uns das hier mal weg. Nee, das funktioniert nicht. Da kommt kein richtiges Holz raus. Okay, wir müssen nochmal einen Baum. Wir haben leider nicht genug Holz mitgenommen. Das war natürlich jetzt nicht ganz so schlau. Und irgendwas war das gerade noch, was uns fehlte. Kohle. Aber gut, das wird gleich ja eh produziert. Dann machen wir jetzt im einen Baum weg hier. Jo, da ist es passiert. Da machen wir uns direkt eine neue. Haben wir denn die Sachen im Moment? Ganz kurz, Moment, wo ist sie denn da? Verfolgen. Uns fehlt der eine große Stein. Ja, das müssen wir jetzt im Eimer suchen. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Ihr habt keinen Kompass oder irgendetwas. Da ist ein großer Stein. Perfekt. Oh, hier sind ja ohne Ende große Steine. Ihr habt keinen Kompass und auch keine Map, Freunde. Vergesst das nicht. Entfernt euch nicht zu weit von eurer Base. Sag ich euch so, wie das ist. Wirklich. Sonst habt ihr ein minimales Problem. So, was brauchen wir jetzt noch? Sticks war das noch. Nehmen wir gleich den Stein hier auch noch mit. Werde ich wahrscheinlich nicht mehr ganz schaffen. Nee, stimmt gar nicht. Wir müssen den Stein nur herstellen. Wir brauchen gar keine Sticks. Haben wir schon. So, Rezepte. Hier wollen wir wieder zwei herstellen. Perfekt. So, dann können wir uns jetzt die neue machen. Die zerlegen wir wieder. Und ja, bekommen wir gleich. 2, 1, go. Ach, du bist direkt wieder unten im Gürtel. Das ist natürlich wunderbar. Also, entfernt euch bitte nicht zu weit von eurem Haus hier. Ich nehme auch nochmal direkt ein bisschen mehr mit hiervon, weil wir gerade draußen sind, für die Pitch. Ja, da gibt es noch so ein bisschen was zu beachten bei der Afterlife. Aber wenn ihr dem folgt, was ich jetzt gerade mache, dann seid ihr am ersten Tag auf jeden Fall sehr, sehr stark unterwegs. Oh, sehr gut. Die habe ich gar nicht gesehen. Die kann ich auch einfach aufheben. Sehr gut. Easy. So, damit gehen wir wieder rein. Das Einzige, was an dieser Base ein bisschen komplizierter ist, ist immer wieder da rein. Ne? Aber gut, egal. Wir haben aber eine Save Base und wir haben unendlich viel Loot. Also wer meinen Stream gesehen hat von der Afterlife noch in der Version 1, der weiß, wow, der hat gerade richtig Glück. Weil, ja. Naja, Freunde. Wir sehen auch immer, wenn wir hier ins Menü reingehen, unten unser Leben, unser Trinken, unser Essen und die Vitalität. Im Moment geht es uns sehr, sehr gut. Das ist in der Afterlife auch nicht so normal, aber gut, am ersten Tag auf jeden Fall schon. So, jetzt gucken wir mal. Sortieren wollte ich auch direkt von Anfang an. Das machen wir jetzt auch. Das machen wir jetzt auch. Hier kommt so wie sowas wie Holz rein, Asche, Holz. Ja, 4 Abteile. Zack. Hier machen wir. Okay, ich muss da noch die normale Kohle mit reinmachen. Machen wir so. Genau. Jetzt haben wir hier noch Blumen. Blümchen. Hier machen wir mal. Peps. Ja, Eisen. Nee, komm. Kleber. Oh, wir werden angegriffen. Nägel. Na gut. So, hier kommt natürlich sowas wie Essen. Wenn wir dann überhaupt was hätten, ne? So, und dann die da hinten machen wir mal das Geld. Munition. Okay, wir brauchen noch was für Blümchen. Okay, wir werden gerade angegriffen. Da müssen wir jetzt eben hin, damit die uns die Bude jetzt nicht kaputt hauen. Ab und zu kommen mal welche vorbei, das ist normal. Moin. Hallo, Dummdödel. Noch so einer.
Das sind übrigens die neuen Afterlife-Zombies. Die sehen auch ziemlich, ziemlich stark aus. Okay, das war es anscheinend schon. Oh. Da müssen wir jetzt bei. Jawoll. Guck mal, wie... Also die Base, die ist ja nicht nur ultra stark, die ist ja überstark. Die fängt ja sogar Tiere. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass die mir das nicht wegfressen. Da machen sie nämlich hier gerne in der Afterlife. Die jagen nämlich auch Tiere. Müsst ihr immer aufpassen. Haut die bloß weg hier. Er wollte das schon hin. Die werden nämlich dadurch anscheinend auch angelockt durch totes Tier. So. Schnell mein Tier einsammeln. Ei, was haben wir bitte für ein Glück an Tag 1, Freunde. So viel Glück kann man gar nicht haben. Und seht ihr das neben Tag 1? Da sieht man richtig, wie die Skills dann immer hochgehen. Das, was du machst, wenn du schlägst und so weiter und so fort. Ja, die Skills gehen halt hoch. Das ist schon sehr, sehr stark in der Afterlife alles gemacht. Also ich bin da sehr, sehr begeistert von, muss ich sagen. Mir gefällt die wirklich gut. Da mal einen ganz großen Respekt an den Red Bearded. Was wir für ein Glück hier haben. Man muss sie aber auch schnell wegmachen. Jetzt verlieren wir gerade natürlich ein bisschen Zeit, aber Freunde, Tag 1 so viel Essen zu bekommen und auch Leder, das ist nicht normal. Also ich habe es gerade schon gesagt, ich hoffe, ihr habt auch so ein Glück, dass ihr es bei so einer Base spawnt. Wenn nicht und ihr spawnt bei irgendeinem Haus, da bekommt ihr das genauso hin wie das, was ich hier mache, aber vielleicht mit weniger Essen. Das kann passieren. So. Schnell weiter. So, was brauchen wir als nächstes? Zack. Okay, die Pitch. Das war das. Den lassen wir jetzt mal da draußen machen. Der hat was zu essen gefunden. So. Die sammeln wir ein. Und mit der Pitch können wir jetzt eine Fackel herstellen. So, wir nehmen Tierfett. Nein. Wir nehmen die Pitch, Stofffetzen und Holz. So. Wir hatten hier Holz. Jetzt haben wir noch Stofffetzen müssten. Oh ja. Guckt euch das an. Und los geht's. Fertigen. Auch ein ganz, ganz wichtiges Thema hier jetzt, was wir gerade machen. Und zwar nicht mehr verfolgen. Jetzt gehen wir einmal hier. Upsala. Jetzt gehen wir einmal hier rein. Ja, er nervt gerade ein bisschen. Und hier seht ihr eine Map. Einen Kompass, eine Uhr. Die Uhr haben wir jetzt zum Glück. Und hier hauen wir jetzt die Fackel rein. Und zack, haben wir Licht. Und damit habt ihr schon so, so viel geschafft. Unglaublich. Aber das ist noch nicht alles, Freunde. Das ist noch nicht alles. Das ist noch nicht alles, was ihr an Tag 1 schaffen müsst. Aber die nerven mich gerade. Da muss ich jetzt eben leider hin. Die gehen mir gerade hier dezent auf den Sack. Okay, ich werd angegriffen. Macht aber nichts. Ich hab die Steinaxt. Wie cool die Zombies aussehen. Jetzt, wo man die Fackel hat, sieht man die auch erst richtig. Also die neuen Afterlife-Zombies, die gefallen mir wirklich richtig gut. Die gefallen mir wirklich gut. Ja, komm. Komm, du Schlange. So. Oha.
Okay, solange die mich nicht sehen. Okay, sie haben mich gesehen. Okay. Das ist natürlich jetzt ordentlich Zeitverschwendung hier. Und ich hoffe, wir schaffen noch alles. Aber ich denke schon. Soll ja auch nicht zu einfach sein hier. Sieht ja aus, als wäre die Afterlife einfach. Aber Freunde, auch nur, weil ich die schon ein paar Mal gespielt habe. Wenn ihr das erste Mal spielt, werdet ihr da wahrscheinlich nicht so einfach durchrennen, wie ich das tue. Man wird am Anfang viel, viel Fehler machen. Deswegen, Freunde, haltet euch an das, was ich euch hier heute zeige. Und schon läuft das easy. So. Jetzt haben wir es geschafft. Ich denke mal, die werden auch ein bisschen angelockt von meinem Feuer. Das hätte ich auch mal ausmachen können wieder, nachdem wir die Pitch. Und die werden auch natürlich angelockt von den ganzen Tieren, die hier sterben. Ne? Na gut, wir machen es erstmal im Aus. So. Jetzt brauchen wir einen Trap. Den holen wir hier im Eimer wieder raus, nur damit er da ist. Zack. Hatten wir jetzt eingesammelt. Und jetzt brauchen wir einen Holzeimer, damit das auch noch schneller geht. Geben wir hier Bucket ein. So, verfolgen. Was brauchen wir da alles? Einmal 40 Holz. Okay, haben wir zu wenig. Müssen wir gleich schnell sammeln. Dann brauchen wir, wir lassen aber im einen da, damit wir schneller einsortieren können. Wie immer. So. Dann brauchen wir Eisen. Zack. Und auch immer mal schnell einsortieren hier. So. Uiuiui. Okay, Kisten sortieren wir gleich. Machen wir gleich. Was hatten wir noch? Haben wir noch Essen? Ja, haben wir gerade. Das packen wir eben hier rein. So. Okay, und hier hatten wir Geld. Den Rest müssen wir gleich einsortieren. Machen wir gleich in der Nacht. Erstmal müssen wir hier fertig werden. So, Eisen hatten wir aber auch noch irgendwo. Das habe ich jetzt irgendwo liegen lassen. Ah, ich wollte auch nur einen. So wollte ich es machen. Okay, wir bauen auch nochmal Pitch. Was brauchten wir da nochmal? Okay, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Auch wieder einen drinnen lassen. Zack, zerlegen. Und dann brauchen wir noch Harz. Das ist Lehmboden. Wo haben wir denn den Harz jetzt hingepackt? Hier vielleicht. Wir hatten doch ohne Ende Harz. Ach, den haben wir in der Tasche. Okay. Den haben wir in der Tasche. So, machen wir direkt nochmal 12 Stück. Von den Dingern kann man nie genug haben. Die braucht ihr auch, um manche Sachen zu reparieren. Da werden wir aber noch später zu kommen. Die brauchen wir jetzt erstmal für andere Sachen. So, jetzt brauchen wir diese Holz. Die holt ihr am besten durch hier raus. Aus sowas. Na gut, hier kommt jetzt nur... Wir können uns das auch schnell machen, wenn wir noch mehr Holz haben. Lass mich eben schnell gucken. Wir haben hier die 13. Wieso haben wir die denn auch alle wieder rübergepackt? So, 40. Nee, die hatten wir aufgestellt, die, die wir geholt haben, ne? Ja. Okay, aber hier war auch noch ein bisschen Eisen, Traps. Okay, haben wir alles hier drin. Ich musste nur einen kurzen Überblick verschaffen, was wir haben und was nicht. So, da müssen wir nochmal raus hier. Wir brauchen nämlich ein bisschen Pflanzenfasern und Holz. So. Okay. Ja, die machen einem das Leben nicht so einfach. Man wird natürlich auch hier angegriffen. Ganz klares Ding. Ganz klares Ding. Gut, holen wir uns hier immer mal was raus. Okay, wir lassen eben die Ausdauer hoch. So. Und los. Jetzt müssen wir doch ein bisschen Holz bekommen haben. Da unten ist es auch. Okay, wir hatten da unten die ganze Zeit Holz und ich habe es nicht gesehen. Ich habe es da hingepackt. Beste Leben. So, Rezepte. Wir brauchten... Okay.
40 insgesamt und wir können gerade mal. Okay, 80 macht er jetzt. Okay, das heißt 80. Perfekt. So, dann brauchen wir noch die Pflanzenfasern. Kann man auch nie genug von haben, wie ihr merkt. So, Pflanzenfasern haben wir genug. Jetzt brauchen wir Eisen. Eisen, Freunde, könnt ihr am besten looten. So, wir nehmen uns auch hier mal die ganzen Traps noch alle mit. Das werdet ihr gleich sehen. In Müll zum Beispiel. Da war leider mal nichts drin. Das war wieder der Vorführeffekt. Die könnte man jetzt auch weghauen. Da bekommt man sehr, sehr schnell. Das sind aber leider Liquid-Container. Aber die brauchen wir jetzt hier gerade nicht. Das ist unser Glück. Überlegt euch immer zweimal, was ihr hier kaputt haut und was nicht. Kann ich euch nur sagen. Das ist hier auch wieder Trap. So. Da ist zum Beispiel wieder Eisen drin. Die kann man hier tatsächlich auch durchsuchen. Ist meistens nur Papier drin. Oder gar nichts. So, ihr hört jetzt, wenn ihr jetzt keine Uhr habt, um 19 Uhr, hört ihr schon. Jetzt geht's langsam los mit der, mit den Grillen, die zirpen. Okay, die könnten wir aufheben. Weiß nur. Ja, wir werden die jetzt eben kaputt hauen. Nützt leider nichts. Wir brauchen jetzt noch schnell 100. Hoffe, das Ding geht nicht hoch. Das geht hoch. Gut zu wissen fürs nächste Mal. Jetzt haben wir hier natürlich ein Riesenloch in unserem Base. Okay, Freunde. Haut so ein Ding nicht kaputt. Ich bin zum Glück nicht gestorben. Also irgendwie gab es keine Explosion. Ich habe wieder mal mehr Glück als Verstand gehabt. Haut so ein Ding nicht kaputt. Beste. So, hiermit können wir auf jeden Fall schon mal. Könnten, wenn wir das schon freigeschaltet hätten. So. Kriegen wir die 100 wohl noch schnell voll? 18. Komm schon. Was kriegen wir daraus? Auch viel zu wenig, immer nur einen. Okay, 94. Ich muss das Feuer auch mal ausmachen. Zum Glück haben wir hier eine Tür und haben das nicht da kaputt gemacht. Hier ist auch noch ein. Oh, hier ist auch noch Wasser. Sehr, sehr gut. Kann ich den denn wohl. Komm, gib mir noch im wenigstens 5 daraus. Nee, gibt er mir nicht. Doch. Komm, einen noch. Jawohl. Vielen Dank. So, jetzt holen wir die Pitch noch raus. Und können uns jetzt den Eimer machen. Fertigen. So. Jetzt können wir auch immer mal hier wieder raus. Na gut, jetzt haben wir hier natürlich einen schnellen Ein- und Ausgang. Ist gar nicht so schlimm. Hätte schlimmer sein können. Wir haben zwei Perk Points. Da kommen wir aber auch noch später zu. In dem Video, was ist besonders an der Afterlife? Ich habe heute auch was gelernt. So ein Ding nicht kaputt hauen. Aber man lernt nicht aus. So. Okay, Freunde. Jetzt werdet ihr sehen, wir haben den Eimer bekommen. Mit diesem Eimer könntet ihr jetzt Wasser ziehen. Zum Beispiel hier raus vergiftetes Wasser, daraus richtiges Trinkwasser und so weiter. Aber wir benutzen den jetzt dafür noch nicht. Wir benutzen den hierfür aus folgendem Grund. Wenn wir uns jetzt Wasser herstellen, seht ihr das? Wir nehmen mal die Trap noch raus und wir nehmen nur den Topf. Dann dauert ein einziges Wasser fast 40 Minuten, Freunde. Und wenn wir jetzt die Plane reinmachen, nur noch 24 Minuten. Und wenn wir den Eimer reinmachen, nur noch 19 Minuten. Natürlich haben wir jetzt noch die beiden Sachen, aber ich glaube, 19 Minuten ist das Schnellste. Man kann es natürlich noch skillen, klar. Aber ja,
eben den Typen hier wegmachen, dann erzähle ich weiter. Der stört gerade wieder ein bisschen. Ich habe, glaube ich, echt Glück gehabt, dass das Ding nicht richtig explodiert ist und dass ich da so hinterstand, oder? Ich habe richtig Glück gehabt. Ich habe echt Glück gehabt. Naja, Freunde, ihr seht auf jeden Fall, so langsam haben wir auch ein bisschen Hunger. Dann nehmen wir mal hier raus. Da kümmere ich mich jetzt in der Nacht drum, ja. Und wenn ihr da oben stehen habt, oben rechts, Survival List, Map, Kompass und Watch, dann und es jetzt gerade mal 20.40 Uhr ist, dann seid ihr wirklich richtig gut in der Afterlife am Start für den ersten Tag. Weil das sind Sachen, da braucht ihr länger für. Da kommt auf jeden Fall dann die nächste Folge. Ja, Freunde, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Passt auf euch auf und ja, freut euch aufs nächste Video. Da gehen wir dann da detailliert drauf ein, was ihr dann machen müsst. In der ersten Nacht, ein kurzer Tipp noch. In der ersten Nacht, wenn ihr nicht so viel hört, bitte nicht kochen. Ihr könnt hier, die hören euch. Die hören euch. Deswegen, Freunde, haut euch noch vor 22 Uhr ein bisschen Essen rein und dann setzt euch die ganze Nacht auf euren Schlafsack und kniet euch hin. Hallo, warum machst du denn das nicht? So. Jetzt ist man in einer kompletten Ruheposition und bewegt euch nicht. Wenn die euch nachts hören, seid ihr am Arsch. Tja, so viel dazu und bis zum nächsten Video. Haut rein, euer Nordmann.